ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Irgendwie nicht mehr dasselbe, seitdem Konstanze nicht mehr da ist. Wie auch? Am meisten vermisse ich diese ganz normalen Dinge. Das gemeinsame Zähneputzen morgens im Bad. Stimmt. Oder unsere Dreiergespräche. Abends vorm Einschlafen. Das fehlt mir echt. Ja. Mir auch. Was ist denn das? Die ist ja schön. Klingt ja total schön. Die ist echt antik, oder? Nicht antik, naja, ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, du hast eine gefunden, die du dir leisten kannst. Schön wär's. Was ist denn? Du wolltest doch unbedingt so eine. David wird sich noch im Bauch freuen. Schön wär's, wenn ich sie gefunden hätte. Kathi. Kathi? Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen. Ich will dieses Ding nicht auf unserem Boot. Kann ich verstehen. Wie kommt sie überhaupt dazu, euch so ein teures Geschenk zu machen? Roxy, guck mal bitte. War nett gemeint, aber es fühlt sich nicht richtig an. Danke. Sehr gut. 112,80 Euro. Es bleibt dabei. Es müssten eigentlich nur 22,80 Euro sein. Sag ich doch, es fehlen schon wieder 10 Euro. Das ist schon das dritte Mal diese Woche. Lotta, hast du nicht immer abends die Abrechnung gemacht? Na, ich finde das ungerecht. Ich mache hier meinen Dienst und dann stehe ich noch als Diebin da. Ja, wir müssen den finden, der das getan hat. Ja, so eine miese Ratte, seine eigenen Leute zu beklauen. Ich glaube, wir sollten langsam aufmachen. Alter, keiner verlässt den Raum, ehe ich zwei Freiwillige zum Abbau habe. Wie wär's denn mit Orkan? Ah, Frau Levin, nein, ich habe noch voll die Termine. Ja, die musst du leider verschieben. Friedrich, du hilfst, ey. Aber ich habe eine Aufräumallergie. Ich krieg davon voll die Pickel, ohne Scheiß. Ach, das tut mir so leid. Aber ich glaube, gemeinsam schafft ihr das schon. Ihr wart doch bis jetzt ein ganz gutes Team. Ja, im Eigentor schießen. Und bitte sortiert die Moleküle. Du hast halt Fußballtraining, oder? Ja. Soll ich das für dich machen? Danke, aber... Ich mache das wirklich gern. Nee, ich will keine Extrawürste, okay? Aber ich stehe auf Extrawürste. Also, wenn du es für mich übernehmen willst... Sorry. Aber du musst dir deine Bisschen schon selber braten. Hey, Henk! Komm mal her. Was ist denn? Ich habe einen Job für dich. Krieg ich dafür? Kriegen? Wieso kriegen? Hast doch letzte Woche auch alles für mich erledigt. Letzte Woche? Da warst du noch berühmt. Hey, komm mal klar. Chabos wissen, wer der Babo ist, oder? Chabos wissen aber auch, wer kein Babo mehr ist. Gib's auf. Hilf mir lieber. Und wem haben wir diesen Scheiß zu verdanken jetzt? Sag mal, geht's noch? Das ist das Mädchenklo. Wen interessiert's? Schuldest mir noch 100 Tacken. Bar auf die Hand. Jetzt. Ach ja, und wofür? Na, Unkosten. Ganze Fanartikel können jetzt in die Tonne wegen dir. Meine Kumpels haben mir einen guten Preis gemacht. Zum Einkäuferpreis. Ey, raus hier, privat. Wie geht's noch? Raus. 80 Tacken. Steuerfrei. Ja gut, wenn du fett zu mir bist, muss ich für auch fett zu dir sein. 50 Cent? Ja, für die Parkuhr. Alter. Vielleicht möchte sie auch noch ein Autogramm haben. Der muss dir ja nicht erzählen, dass du eigentlich gar nichts drauf hast, dass er dich wichtig zu machen. Hey Leute, seid mal ruhig. Alle mal zuhören. In der letzten Woche sind
30 Euro aus unserer Kasse verschwunden. Was? Das kann doch nicht sein. Und du denkst jetzt, einer von uns hat das Geld geklaut, oder was? Ja, was ich denke, spielt keine Rolle. Ach nein. Immerhin sitzen hier fast alle, die an den Tagen Dienst hatten, an denen Geld gefehlt hat. Naja, also eins steht schon mal fest. Seine Mitschüler zu beklauen, das ist ja wohl das Letzte. Ja, aber dass Adrian uns alle hier unter Generalverdacht stellt, auch. Was willst du jetzt machen? Zu Berger rennen? Ja, Berger lassen wir da erstmal raus. Glaubst du, das ist wirklich so eine gute Idee? Na, ich dachte, wir klären das unter uns. Dieses Glas stelle ich hinter die Theke. Der Verantwortliche kann das Geld bis morgen wieder reintun. Das klappt doch nicht. Derjenige oder diejenige hätte es doch schon längst ausgegeben. Und wenn's gar keiner von uns war? Genau. Das Geld ist morgen hoffentlich wieder da und dann vergessen wir die Sache. Und wenn nicht? Ja, dann gibt's Essensmarken. Und die kann man nur bei mir kaufen. Und dann passiert sowas hoffentlich nie wieder. Könnt ihr bitte die informieren, die heute nicht da waren? Danke. Hi. Na, was ist los, Patenkind? Hat dich wieder wer geärgert? Nein, alles okay. Wow, du hast ja ganz schön viel geschafft. Ich investiere jede Freistunde, damit Pippi und ich endlich los können. Aber er schickt mir dann schon wenigstens den Flaschenpost, oder? Klar, machen wir. Du, und wegen dem Geschenk, ich verstehe das ja irgendwie. Geschenk? Es war als Dankeschön gedacht. Für dich, also für euch. Aber ich kann es ja vielleicht zurückgeben. Wovon redest du? Vergiss es wieder. Ich muss dann auch wieder. Ich habe noch Cafeteria-Dienst. Zeig schon her. Wolltest du uns schenken? Hat dir Pippi denn gar nichts davon gesagt? Nein. Oh, dann vergessen wir die ganze Sache am besten wieder. Ich muss dann auch los. Tschüss. Tschüss, Dab. Tschüss. Neues Smartphone. Cooles Teil. Mit Vertrag oder ohne? Ohne. Ist ja auch teuer, was? Denkst du, ich kann mir das nicht leisten, oder wie? Wer weiß. Vielleicht habe ich das Geld ja geklaut. Nur damit du beruhigt bist. Sandy hat mir meine Patentante geschenkt. I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Was ist das? Despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Oh, despicable me. I'm having a bad day. Ey, spinnst du jetzt total? Gib dir 5-Euro-Schein wieder her. Das funktioniert nicht. Hi, na? Na? Du bist ja schon richtig weit gekommen. Ich war ja auch immer fleißig. Guck mal, die habe ich aus der Tiefkühltruhe geangelt. Alles okay? Sag du es mir. Klingelt da was bei dir? David, dir ist doch wohl klar, dass uns Kathi die Glocke nicht ohne Hintergedanken geschenkt hat. Und wenn doch? Kathi macht nichts einfach nur aus Nettigkeit. Da steckt was dahinter. Ach ja, und was? Ist doch klar. Sie will, dass wir uns streiten. Nimm's mir nicht übel, aber ich komme da gerade nicht ganz mit.
Kathi hat mitbekommen, wie ich nach einer Schiffsglocke für dich im Internet gesucht habe. Aber die waren mir alle zu teuer und dann hat sie mir die geschenkt. Und nur weil sie dir was schenkt, ist die gleich eine Intrigantin? Sie wollte dich beeindrucken und mich vor dir schlecht dastehen lassen. Ach, Pipi, ich erwarte doch keine teuren Geschenke von dir. Und außerdem, wenn sie mich beeindrucken will, wieso schenkt sie die Glocke dann dir? Weil das genau ihr Plan war. Sorry, aber... Sie will, dass wir uns streiten. Dann siehst du doch, wie hinterlistig sie ist. Ich sehe überhaupt nichts. Wir müssen den Dieb irgendwie fassen. Hier verdächtigt gerade jeder jeden. Und zwar mit Plan B. Wir geben nur noch Münzgeld raus. Ja, und was bringt das? Wir haben alle Scheine noch in der Kasse. Und die werden markiert. Ich hätte gerne noch einen Kakao, bitte. Einen Kakao, klar. Ich hätte noch einen. Okay, gut, nochmal. Gehen wir davon aus, du hast recht und Kathi will mich beeindrucken. Wieso hat sie die Glocke dann dir geschenkt? Weil sie eine miese Schlange ist, darum. Korrigier mich, aber Kathi hat doch selber vorgeschlagen, dass du mir nicht sagen musst, dass sie die Glocke gekauft hat. Das hättest du nicht hingekriegt, stimmt's? Glaubst du, ich würde dich wegen so einer blöden Kuh anlügen? Nein, aber anscheinend denkst du, dass Kathi was von mir will. Ich? Ach, keine Ahnung. Ich will ja auch nicht eifersüchtig sein. Selbst wenn Kathi auf mich steht, was wäre schlimm daran? Die Frage meinst du doch jetzt nicht ernst? Doch, ist nämlich nichts dabei. Weil ich nur dich liebe. Du brauchst nicht eifersüchtig zu sein. Ich bin nicht eifersüchtig. Doch, bist du. Nein. Total. Bin ich nicht. Doch. Nein. Die Fischstäbchen sind hin. Das kommt davon, wenn man grundlos eifersüchtig ist. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich glaub's nicht. Wo sind meine Sachen? Orkan? Was ist das denn? Pipi. Hallo, Frau Schumann. Ist Konstanze da? Leider nein. Die ist mit Ming bei einem Schülerzeitungstreffen. Irgendwas Überregionales, glaube ich. Wann kommen die denn wieder? Ich hole sie um 10 ab. Ist es dringend? Hm. Willst du kurz reinkommen? Nein, schon gut. Ich wollte nicht weiter stören. Coole Klamotten. Bist du immer noch Orkan-Fan? Nicht witzig. Ich sag das ja ganz bestimmt nicht freiwillig. Nur dieser Mistkerl hat mir meine Sachen geklaut. Das hat er dir da gelassen. Ja, und du findest das anscheinend ganz schön witzig, hä? Geht so. Orkan ist so ein Blender. Der hat mir sogar meine Boxhandschuhe bekritzelt. Ich meine, was ist denn sein Problem? Du hast ihn doch bei allen anderen blamiert. Ja, weil er es nicht anders verdient hat. Du bist doch nur neidisch. Neidisch? Ich? Ganz bestimmt nicht. Ich bin so froh, dass ich ihn geoutet habe. Jetzt steht er wenigstens nicht mehr im Mittelpunkt. Genau, da stehe ich jetzt. Ja, aber du hast es doch auch verdient. Du müsstest doch eigentlich auch total sauer auf ihn sein. Ich bin sauer auf dich. Orkan hat mir geholfen. Diese ganze Show, die hat er nur für mich abgezogen. Was? Orkan und ich haben uns das zusammen überlegt, damit ich in Ruhe trainieren kann. Und du hast alles kaputt gemacht. Was hab ich? Eingemischt hast du dich. Kümmer dich in Zukunft gefälligst um deinen eigenen Scheiß. Okay? Hey, na? Wie war dein Tag so? Gut, danke. David und ich hatten einen total romantischen Nachmittag. Das freut mich für euch. Was fällt dir eigentlich ein, zu David zu rennen und ihm Lügengeschichten über mich zu erzählen? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, Bibi. Tust du doch. Du wusstest ganz genau, dass ich David nichts von einem blöden Geschenk erzählt habe. Weißt du, so blöd fand er das mit dem Geschenk eigentlich gar nicht. Und euer Nachmittag, der war dann wohl doch nicht so romantisch? Wegen dir, blöde Kuh, haben wir uns gestritten. Weißt du, als ich hier auf Einstein angekommen bin,
dachte ich wirklich, du und David, ihr werdet das absolute Traumpaar. David ist cool, schlau. Zusammengefasst einfach der heißeste Typ auf der Schule. Und du? Naja, ich dachte mir, irgendwas musst du ja schließlich haben, wenn so ein Traumtyp auf dich steht. Aber inzwischen frage ich mich, Pippi, was David eigentlich an so einer spießigen und verspannten Zicke wie dir findet. Er hätte wirklich etwas Besseres verdient, aber ich hab's die ganze Zeit gewusst. Wenn ich dir David hätte ausspannen wollen, ach so, dann hätte ich ihn schon längst. Hey, was ist denn los? Du siehst ja gar nicht glücklich aus. Kathi. Ich kann Kathi nicht ertragen. Da würde ich dir ein Einzelzimmer empfehlen. Was ist denn los mit Kathi? Die nervt einfach. Mischt sich überall ein, schleimt rum und versucht, die Sympathie mit teuren Geschenken zu erkaufen. Mit teuren Geschenken? Ja. Sie hat David und mir für einen Haufen Geld eine Schiffsglocke gekauft. Wo nimmt die denn die Kohle her? Mir doch egal. Ich muss mal kurz was mit Adrian besprechen, okay? Bis später. David. Ich habe überall nach dir gesucht. Kann ich mit dir reden? Danke. Du darfst nicht denken, dass ich dir nicht dankbar dafür wäre, was du alles als mein Pate für mich getan hast. Das bin ich wirklich. Aber wir können uns hier auf dem Internat schlecht aus dem Weg gehen, aber ich glaube, es ist besser, wenn du nicht dein Pate bist. Und warum? Weil Pippi recht hat. Weil ich immer das Falsche mache. Hat Pippi das gesagt? Sie hat noch ganz andere Sachen gesagt. Sie ist total wütend auf mich, weil sie denkt, dass ich mich zwischen euch drängen will. Habt ihr euch gestritten? Es war meine Schuld. Das ist alles nur wegen dieser dämlichen Glocke. Ich wollte euch damit doch bloß eine Freude machen. Und jetzt ist Pippi total sauer auf mich. Das ist doch kein Grund. Nein, aber trotzdem, ich verstehe sie auch irgendwie. Schließlich teilen wir uns ein Zimmer und dann müssen wir irgendwie miteinander auskommen. Pippi kriegt sich wieder ein. Ich rede noch mal mit ihr. Nein, bitte mach das nicht. Sag ihr nicht, dass wir uns unterhalten haben. Sonst streit sie mich wieder an. Und Pippi, ihr seid einfach das absolute Traumpaar. Ich will einfach nicht, dass ihr euch wegen mir streitet. Bitte sag ihr nichts. Bitte. Ich mach sowieso immer das Falsche. Also eigentlich mache ich immer alles falsch. Auch wenn ich einfach versuche, alles richtig zu machen. Es geht einfach vom Baum. Bildet einfach eine Reihe, okay?
Wenn ihr in Zukunft in der Cafeteria einkaufen wollt, müsst ihr vorher bei mir Essensmarken kaufen. Oh nein. Die sind so unschädlich. Ja. Und damit das Ganze für euch lohnt, ihr dann 10 Essensmarken auf 50 Cent kauft, eine geschenkt. Das heißt, 5 Euro bezahlen und 5,50 Euro einkaufen. Und am besten habt ihr das Geld passend dabei als Schein, dann geht's schneller. Und jetzt einfach eine Reihe bilden, dann geht's los. Deine Mama. Können wir einen 20er wechseln von euch? Du vielleicht? Nein, ich hätte 2 Fünfer. Den Rest kann ich dir in Münzen geben. Lass mal, ich finde nicht so viel Kleingeld. Hast du noch einen 5er? Ja, aber den brauche ich selber. Hat jemand noch einen 10er? Könnt ihr 2 mal bitte ganz kurz den Rand halten? Danke. Du hast doch 5er im Portemonnaie, oder? Nein. Darf ich mal sehen? Nein. Gib das wieder her, dann ist das meins. Kannst du lesen? Da steht Dieb. Diese 4 Scheine wurden heute aus der Cafeteria-Kasse geklaut. Hier hat niemand untergejubelt. Wirklich. Ach ja, und wer? Der Weihnachtsmann? So, jetzt Ruhe alle. Auf einen Schein gibt's keine Lynchjustiz. Kathi wird sich vor unserem Schülergericht verantworten müssen. Kapierst du das denn nicht? Mann, das gehört alles zu Kathis Strategie. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ich glaube einfach, dass sie nicht so nett ist, wie du denkst. Hast du Kathi angeschrien und ihr eine Szene gemacht, ja oder nein? Das hat sie gesagt? Hast du oder hast du nicht? Ja, okay, ich bin vielleicht ein bisschen laut geworden. Aber sie hat es nicht anders verdient. Wenigstens hat sie jetzt endlich zugegeben, dass sie hinter dir her ist. Hat sie das? Wem glaubst du eigentlich mehr? Du bist sowas von naiv. Kathi will nicht mehr, dass ich ihr Pate bin, wegen uns beiden. Mann, David, das gehört alles zu ihrer Strategie, ja, ich weiß. Vielleicht ist es so am besten. Wenn du die Patenschaft abgibst, dann musst du dich auch nicht mehr mit ihr abgeben. Und das bestimmst du? Oh. Und demnächst entscheidest du dann auch, mit wem ich befreundet sein darf, mit wem ich reden darf. Du kannst befreundet sein, mit wem du willst. Außer mit Kathi. Ja, außer mit dieser Schlange. Du musst dich entscheiden, David. Sie oder ich. Lass mich nicht von dir erpressen, Pippi. Hier. Schieß ab. Von morgen.